Ein Patient ist aus der Psychiatrie ausgebrochen. Die Stadtpolizisten bekommen per Funk die Personenbeschreibung. Ja, und zwar laut einer Mitteilung von der psychiatrischen Abteilung des Landesklinikum Baden ein entwichener Patient, der nach der Minute gebracht ist, befindet sich derzeit bei der Haltestelle der Wiener Lokalbahn. Ja, Baden-Friedrich übernimmt, wir stehen gut. Mehrere Streifen werden angefordert, um den psychisch kranken Mann zu suchen. Weit und breit keiner. Nein. Aber beim Brunnen hat es geheißen, ja, ne? Ja, ja. Aber telefoniert eh schon, das kann dauern. Da ist nur der mit dem rosa Leib und den habt ihr gesehen, aber. Dass wir vielleicht einmal reinschauen. Schauen wir mal rein im Bahnhof. Ja. Was schaut er jetzt nochmal genau an? Anscheinend eine auffallend kurze grüne Hose mit einer verspiegelten farbigen Brille. Also okay. Und dann, was war, violettes Leib. Also sehr schrilles Auftreten. Okay, ich schau mal rein. Der vermisste Patient ist noch nicht gefunden. Die Polizisten treffen jedoch auf den Bruder des Abgängigen. Ich komplett. Ja, es handelt sich hier am Hausplatz, beim Geschäft 132. Grüß Gott. Bitte. Wegen einem Herrn mit einer kurzen grünen Hose. Da drüben mit dem rosa Leib und mein Bruder, den meinen Sie wahrscheinlich. Wo? Der ist gerade von der Psychiatrie. Wo ist der? Da drüben ist er. Wir haben keine kurze grüne Hose gesehen. Nein, eine schwarze Hose. Der jetzt steht und herumgeht. Das ist Ihr Bruder. Okay. Entschuldigung, ist er aggressiv oder was? Muss man aufpassen? Oder? Hat er Krankheiten oder irgendwas? Ja, er ist psychisch. Nein, aber jetzt nicht irgendwas was Ansteckendes. Er kommt von der Psychiatrie Braden, kommen Sie gerade, oder? Ja, genau. Wir müssen ihn zurückbringen, hat es geheißen. Genau, ja. Okay. Deswegen habe ich auch gerufen. Danke. Ja, er ist beim Brunnen, sagt du, ne? Mhm. Ja, die gesuchte Person ist beim Brunnen. Wo ist er nicht schon wieder hingegangen? Das ist schwierig. Rosa Leiberl, hat er gesagt? Der ist schon wieder weg. Sie ist ja schon wieder weg. Der rennt. Erst. Der hält uns da. Sag mal. Da ist er. Geht schon. Jetzt. Mit Hut? Keine, nein. Grüß Gott. Von wo kommen Sie gerade? Von wo kommen Sie? Aus Bad Vöslau. Sicher? Nicht vom Krankenhaus Baden? Weil wir verständigt worden sind, dass Sie dort wieder zurückzubringen sind. Bitte? Das Krankenhaus in Baden kennen Sie nicht? Unten Waltersdorfer Straße. Nein, in Baden. Sie waren dort angeblich in der Psychiatrie untergebracht und sind jetzt dort von dort verschwunden. Ja, na, müssen wir jetzt wieder hinfahren, gell? Wir haben gerade einen Einsatz erhalten von der Psychiatrie Baden, dass die Person von dort entwichen sein soll und die gehört jetzt wieder zurückgebracht. Die Suche nach dem vermissten Patienten aus der Psychiatrie ist erfolgreich verlaufen. Der Herr weigert sich jedoch freiwillig zurückzufahren. Die Stadtpolizisten Sebastian und Alexander versuchen die Situation erstmal friedlich zu lösen. Sind Sie mit der BIM hergefahren oder? Mit der Baden. Bei einer Station, ich habe gewartet schon. Willst du Zigaretten ausmachen? Ja. Wie brauchen Sie noch für die Zigaretten? Ich schon fertig. Nehmen Sie noch einen Zug und dann fahren wir, gell? Gehen Sie bei uns noch gleich mitfahren. Mhm. Fahren wir wieder zurück. Haben Sie Ihren Sackel? Das geht mir, ja. Das habe ich noch mitgenommen zum Umziehen und so weiter. Und da habe ich meinen Rucksack, wo ich meine Sachen meine gebe. Ich dachte, da kann ich meinen Rücken schonen. Beim Boden können Sie mir nicht helfen. Und muss operiert werden und alles und keiner hilft mir. Das müssen wir jetzt entscheiden, das kennen wir nicht. Ja, das haben sie im März gesagt und da ist mir alles gestorben und dann wäre ich mit Valium betäubt und bin. Schwierige Familienverhältnisse. Offensichtlich, ja. Es geht jetzt auch um irgendeine Bankomatkarte und Bargeld.
da hätte es jetzt eine Übergabe geben sollen und jetzt will er nicht wegfahren, solange das nicht übergeben wird. Er holt das jetzt und dann wird das hoffentlich klappen und wir können in die Psych fahren. Ich bin wegen einem Knieschaden eingeliefert worden. Also nein, wir sagen es Ihnen wieder, dass wir da vorsichtig fahren sollen. Nein, ich bin wegen einem Knieschaden in der Psychiatrie. Okay. Das ist das Theater in Niederösterreich. Der Bruder will ihn ungern mitnehmen, da er doch einige Male schon aggressiv war. Und wir werden ihn jetzt mit der Rettung nach Hause bringen. Nach Hause ist das Spital gemeint. Das ist die Karte und 120 Euro. Passt super, danke. Wir machen jetzt in die Bankomatkarte, dann gehen wir mit ihnen zurückfahren ins Krankenhaus. Da schon sehr. Bankomatkarte und Geld, gell? Gerade über. Das Geld ist auch schon da. Ja, ja. Hat er schon abgehoben für Sie? Ich habe ihn nicht erreichen können. Ich bin okay. Er hat das für Sie erledigt, gell? Zählen Sie nach, ob es passt. Den Schlüssel. Die Schlüssel noch, genau. Nein, Moment, die Schwägerin, wenn es mir hilft, dann soll sie es in Kalten. Ich brauche dringend Kleidung. Ich habe 3 Stück Leiberln, auch Unterhosen und. Ja, dann klären wir das später ab, oder? Dann fahren wir mal. Fahren wir mal. Danke vielmals. Ja, nein, ich wollte noch einmal frisches Gewand. Hallo. Er ist ganz ruhig. Er soll nur zurück zur Psych gebracht werden. Er ist kooperativ. Es war eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, also mit der Polizeiinspektion Baden und mit der Rettung. Es hat alles einwandfrei und relativ zügig geklappt. Und der Herr wird jetzt wieder zurück in die Psychiatrie gebracht.